Wir haben es gleich 19 Uhr hier am Moskitosee und ich versuche hier an der Stelle schön die Nacht über auf Kaulbarsch zu gehen. Ich hoffe, dass das richtig gut ergiebig ist, denn Kaulbarsch lohnt sich immer. Und gerade wenn man hier mit feinem kleinen Setup unterwegs ist, da macht das auch richtig Bock. Und ja, wenn dann auch noch Kaffeeaufträge drin sind, dann rasselt auch noch gut Silber rein. Also, ziehen wir mal hier schön raus. Ich bin jetzt hier seit ein paar Minuten an der Stelle hier am Moskitosee. Werfe hier auf 7 Meter Clip. Werfe ich hier einen nach dem anderen rein und ziehe wieder raus. Es lübt ganz gut. Also 7 Meter Clip schön an diese Kante hier entlang. Und ja, die Köder landen ja so ein bisschen wieder zurück. Also fallen dann runter und landen dann quasi genau hier in dem Grünzeug. Da sollen sie genau hin. Und hier lübt es gerade schon ganz gut. Ganz kunterbunt am Tag zumindest. Sehr durcheinander alles, was hier reingeht. Aber eben auch so ein paar ganz typische Kandidaten. Zum Beispiel die Schläfergrundel. Und weil die dabei ist, wollte ich gerade schon ändern. Und das machen wir jetzt direkt. Ich gehe noch mal ein bisschen größer rein vom Haken. Also 18er Haken. Theoretisch könnte man noch größer reingehen. Wenn man hier vielleicht sogar aus ist auf Trophy-Größe, was nicht so schlecht ist. So eine Schläfergrundel-Trophy liegt so bei 30, 35 Silber. Die kann man sich mal ganz gut geben. Ja, dann könnte man natürlich auch hier mit einem 12er Haken vielleicht reingehen. Also ruhig nochmal deutlich größer. Jetzt zurzeit sieht es so aus, 10 Minuten hier und der erste, der reingegangen ist, das ist halt der Zielfisch hier, der kleine Kaulbarsch, den wollen wir haben. Der ist sogar in der Nachmittagszeit schon reingegangen. Ja, und bisher viele Schläfergrundeln, paar Barsche natürlich, Karauschen, also eigentlich alles das, was wir haben wollen, wenn wir am Moskito angeln, damit wir möglichst viele Kaffeeaufträge absolvieren können. Klassische Kaffeeaufträge sind halt regelmäßig die Rotaugen, die Giebelkarauschen, ja, Schläfergrundeln und Kaulbarsche. Barsche, Kaulbarsche. Also das sind so die Kaffeeaufträge, die eigentlich regelmäßig drin sind. Manchmal noch Schleie und sowas. Das sind die, die man aber auch in Masse hier schön rausziehen kann. Und wo es sich dann eben auch lohnt, einfach mal den Kescher halb voll zu machen. Dann guckt man mal eben nach, wie ist das, kann ich hier schon was verkaufen? Und dann geht es wieder zurück zum Spot. Ein Kaffeeauftrag nach dem anderen, gucken, was geht, wieder zurück, ein bisschen angeln, Kescher wieder voll machen, wieder ein bisschen was abgeben und so weiter und so weiter. Ja, ich bin gespannt, was jetzt hier geht. Gleich in Richtung Abend sollte es dann losgehen, auch mit den Kaulbarschen. Ich hoffe, dass sie hier reingehen. Ich glaube, eine Route teste ich gleich nochmal mit dem Regenwurm. Für die Köder würde ich testen Regenwurm, Mistwurm natürlich, Köcherfliegenlarve, vielleicht sogar mal die Zuckmückenlarve testen. Aber das sind so die, die eigentlich so am gängigsten sind, am wichtigsten sind und vor allem dann auch preislich. Also die anderen Köder sind halt deutlich günstiger im Vergleich zum Mistwurm. Der Mistwurm ist schon ziemlich teuer und da ist natürlich sowas wie ein Regenwurm super günstig. Köcherfliegenlarve, Zuckmückenlarve, beides nicht ganz so teuer. Das kann man sich mal eben leisten. Na guck, hier geht es schon so ein richtig großer rein. Es gibt zwei Arten von Kaffeeaufträgen. Es gibt einmal Kaffeeaufträge für Kaulbarsche, ich meine so um die 50, 60 Gramm. Und einmal die, die über 90 Gramm, glaube ich, sind. Und also die großen aufzuheben und die vielleicht ein bisschen länger zu sparen, das kann sich schon mal lohnen. Heißt jetzt natürlich nicht mehrere Tage, sondern einfach gucken, wie das mit den Kaffeeaufträgen ist. Kommt da vielleicht bald was Neues rein? Oder angelt man hier vielleicht eine ganze Stunde oder sowas? Oder vielleicht angelt man noch in 2 Stunden? Dann auf jeden Fall, wenn man zwischendurch den Kescher ein bisschen verkaufen geht, diese großen aufheben und abwarten, ob die nicht vielleicht später nochmal als Kaffeeauftrag reinkommen. So, also Frequenz bisher sensationell. Ich bin super zufrieden. 12 Minuten hier, 22 Fische schon drin. Heißt, viel mehr Fisch als Angelzeit. Viel mehr Fisch pro Minute ist ein super Ergebnis. Aber immer dran denken,
Bei mir ist das jetzt gerade so, ich bin mit einem hochgeskillten Account mit 100% im Grundangeln. Und weil ich hier 100% drin habe, habe ich gleichzeitig auch eine höhere Frequenz und mehr maßige Fische. Dazu kommt natürlich, ich habe hier die Schlaufenmontage geskillt, alle Punkte drinne, heißt also hier auch nochmal eine erhöhte Chance, eine Trophäe zu fangen. Das Verteilen der Skillpunkte und was sinnvoll ist, vielleicht einfach auch meine Tutorial-Serie angucken. Ich verlinke nochmal die ganze Tutorial-Serie. Und wenn man dann später ein bisschen weiter ist, gibt es nochmal ein Skillpunkte-Video, was so die Ideen und wo man vielleicht Skillpunkte sparen kann, ist aber vielleicht für unter Level 30 noch nicht so ganz interessant. Also das Tutorial oder die Tutorial-Serie 2022, 2023, die ist da noch absolut aktuell. So, jetzt ziehen wir hier nochmal ein bisschen weiter. Also, es sieht alles schon mal richtig gut aus. Ich bin schon mega zufrieden. 18er Haken hier zieht auch gut. Also auch das funktioniert. Hier ändern wir gleich mal. Ändern wir mal direkt den Köder. Hier gehen wir jetzt auf den 20er Haken mit Regenwurm. Wenn ihr übrigens keine 20er Haken habt und ihr habt vielleicht nur 18er Haken, das ist ja eine Hakengröße, die ich auch regelmäßig immer wieder empfehle. 18er Hakengröße, richtig top für ganz viele Gewässer, gerade für diese ganzen Kleinfische, dann einfach den 18er Haken nehmen. Ob das jetzt ein 20er ist, ein 18er, ist bei den meisten Fischen dann nicht ganz so entscheidend, gerade im Anfängerbereich. Ist das alles nicht so wild. Und zack, gerade ausgeworfen hier den Regenwurm auf A1 und da geht auch schon was rein. Hier haben wir nochmal was Schönes. Jawohl. Ich bin übrigens hier gerade mit kleinem, feinen Vorfach unterwegs. Vorfächer in diesem kleinen, feinen Bereich, da könnte es ein bisschen tricky werden. Ne? Das ist Fluorocarbon. Das heißt, wir haben jetzt gerade ein gesamtes Routen-Setup von nur 3,2 Kilo. Das ist das schwächste Glied hier im gesamt aufgebauten Setup. Auch zum Aufbau der Setup gibt es nochmal eine Tutorial-Serie. Da gibt es auch so Quick-Tipps, wie man eine Grundroute aufbaut, wie man Karpfenrouten aufbaut und so weiter und so weiter. Auch da einfach mal gucken auf dem Kanal. So, zack und wieder raus damit. Und hier vorne, da kann sich einer gerade nicht entscheiden. Das machen häufig die Rotaugen. Die sind so ein bisschen schwierig. Na, hat sich doch noch entschieden. Die wollen sich manchmal einfach nicht entscheiden. Na guck, die Karauschen können es aber auch. Lange rumzuppeln. Und dann geht halt erst los hier. So, wir sehen mittlerweile, das Wasser wird, oder es wird immer dunkler. Das wurde irgendwie geändert, dass es sich so rot färbt und so rot spiegelt, das ist schon ein bisschen eigenartig. Liegt wahrscheinlich jetzt gerade an der roten Sonne. Sieht man kaum. Aber es kommen schon überall so rötliche Schimmer rein. Hier am Gras auch überall. Also, es geht jetzt langsam Richtung Nacht. Ich würde sagen, ich ziehe jetzt hier einfach mal hart durch. Eieiei, da gehen auch noch ein paar größere rein. Auf den 20er Haken. Und das alles, na, eine schöne Schleie, ja. 1,1er Schleie. Im Moment muss ich sagen, ich bin mega zufrieden. Das ist richtig, richtig gut. Sehr, sehr, sehr geiler Spot. Und den teste ich jetzt einfach mal schön die Nacht durch. Und dann gucken wir gleich einfach mal rein in den Kescher. Bam! Damit habe ich natürlich die ganze Zeit gerechnet. Und da ist er natürlich auch. Der Kauli in Trophy-Größe. Bleibt eigentlich nicht aus beim Kaulbarschangeln, wenn der Spot richtig gut läuft. 147 ist auch noch ein gutes Gewicht. Mitgenommen. Und das Ganze jetzt hier auf dem 18er Haken mit Mistwurm. Schnell wieder raus damit. Vielleicht geht ja noch einer rein. So, wir haben mittlerweile 5:30 Uhr morgens. Es wird schon langsam wieder hell. Zack, da geht der nächste hier rein. Und ich bin immer noch sehr zufrieden. Neben der gerade gefangenen Trophy natürlich auch noch einiges anderes drin. Ich bin jetzt hier bald bei 60 Fischen in der Zeit. Also super Frequenz. Schön durcheinander. Alles Mögliche dabei. Der ideale Spot, um tatsächlich einfach mal am Moskitosee
also das halbe Café mit Aufträgen zu absolvieren. Richtig sensationell. Kann man sich also gut hinstellen und einfach nochmal eine Trophy mehr fangen, Alter. Sehr schön. 168er Kauli. Hol raus die Brocken. So, einen nehmen wir, glaube ich, noch mit. Dann haben wir hier 60 Stück. Und dann verkaufen wir das Ganze. Ich bin zufrieden. Ich bin absolut zufrieden. 36 Minuten jetzt hier. Also eine gute halbe Stunde. Mit ein bisschen Rumtesterei. Ich hatte auch ein bisschen hier auf der anderen Seite getestet. Nicht hier konstant. Wobei hier, ja, waren auch ein, zwei Kaulbarscher an der Seite. Aber hier war es dann doch vielfältiger. Es war einfach mehr los. Es waren unterschiedliche Fische los. Und so kann das doch. So, jetzt müssen wir mal eben gucken. Den einen nehmen wir jetzt hier noch eben mit. 60 Fische voll. Und dann gucken wir natürlich ins Café rein. Und dann gucken wir in den Kescher rein, in Gänze, was das denn so gebracht hat. Und wir gucken natürlich noch auf die Map. Da, die Stelle ist das. Also, über die Brücke rüber. Am Ufer entlang, einmal komplett um die Kurve. Und dann hier auf I5 auf 98, 80, 7 Meter weit rausgeklippt. Der letzte will nicht, also gehen wir jetzt eben verkaufen und gucken in den Kescher rein. So, da sind wir auch schon wieder zurück. Gucken wir mal kurz ins Café. Was haben wir denn? Frosch haben wir nicht. Kann man aber da auch mal ruhig probieren. Frosch, wobei Frosch ist eigentlich nicht so lohnenswert. Kann man eigentlich eher im Late Game machen oder im Mid Game. Aber so richtig lohnt sich Frosch eigentlich nicht vom Silber her. Ist halt ein Köder. Ein Ködertier sozusagen. Aber die Schläfergrundel, die kriegen wir doch los hier. Und zwar die ganz kleinen schon, die unmaßigen theoretisch. Ab 49 Gramm, drei Stück. Ich muss hier sogar schon die guten loswerden. Aber immerhin bringen die noch 7 Silber 40. Karauschen, auch hier wieder unmaßige. Ab 30 Gramm, also die schrottigen hier. 5 Stück. Jawohl, Kratsching. Die nächsten 14. Barsche nicht genug. Die würden jetzt quasi in der nächsten Runde, ne, wenn man jetzt wieder hingeht und ein bisschen weitermacht, dann nimmt man auch die nächsten Barsche alle mit. Dann Rotaugen, gleiche Spielchen. Die kommen dann auch mit Sicherheit in der nächsten halben Stunde rein. Und Güster waren gar nicht dabei. Schleie war dabei. Gerade eben sogar noch eine. Bringt nochmal 10 Silber. Sehr schön. Und die großen hier unten, die letzten 3 Kaffeeaufträge, die lassen wir einfach aus. Das sind meistens Trophies oder halt super seltene Fische dabei. So, das sieht schon mal gut aus. Hier haben wir jetzt also schon mal 25 Silber im Sack. Und das nächste, da gucken wir hier rein, nach Preisen sortieren. Und da sieht man schon, wie wichtig der Kaulbarsch ist im Anfängerbereich. Die ganzen ollen kleinen Kaulbarsche im oberen Bereich. Und dann kommen erst Giebel und Karauschen. Giebel und Karausche, ja, geht zwar easy auf Masse, aber Kaulbarsch ist the King. Kaulbarsch am Moskito, Kaulbarsch am Windenbach, Kaulbarsch an der Belaya. Da gibt es immer wieder Spots und da gibt es immer wieder hervorragende Kaffeeaufträge, mit denen man richtig Cash machen kann. Ich weiß noch, vor 3-4 Monaten waren ganz viele im Anfängerbereich unterwegs. Die haben rauf und runter die Kaffeeaufträge mit den Kaulbarschen gemacht und haben übelst Kohlen haben die gemacht. Also lohnt sich. Und natürlich so eine Trophy auch. Guckt sie erst an, Alter. Über 30 Silber für so einen Fisch. Wir sind hier bei 160, 180 Silber, fast 200 Silber in 35 Minuten. Ist der Hammer. Ist einfach der Hammer. Und wenn wir jetzt sagen, okay, du bist ja jetzt so hoch vom Level, ja, du hast mehr gefangen und wahrscheinlich eine höhere Chance auf eine Trophy. Ja, absolut richtig. Ziehen wir vielleicht noch 50 Silber ab, sind trotzdem noch, naja, gut 150 Silber gemacht. Also, kann man machen, sollte man machen. Ich verhackstücke jetzt gleich erstmal noch ein paar Kaulbarsche hier zur Köderfischen und den Rest gehe ich dann verkaufen. Wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren hilft mir und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder mal im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Petri.